Blicken wir auf die innenpolitischen Entwicklungen. Um 11.30 Uhr kommt im Kanzleramt das Corona-Kabinett zusammen. Die Kanzlerin wird mit den zuständigen Ministern die aktuelle Lage hier im Land diskutieren. Vor allem aber will man ja entscheiden, wie die Beschlüsse des Bund-Länder-Gipfels der vergangenen Woche umgesetzt werden sollen. Ganz oben auf der Agenda stehen dabei die Einreiseregelungen. Wieder wird ein Schlachthof zum Hotspot, diesmal im emsländischen Sögel. 81 Beschäftigte sind mit dem Coronavirus infiziert. Für die Gemeinde heißt das, maximal 6 Personen dürfen sich noch treffen. Die Gastronomie vor Ort trifft das hart. Jetzt, wo wir neu angefangen gemacht haben, das kommt sowas wieder. Erhöhte Infektionszahlen gibt es zum Beispiel auch in 3 Berliner Innenstadtbezirken, wo am Wochenende ohne Mindestabstand Party gemacht wird. Schleswig-Holstein erklärte diese zum Risikogebiet. Das heißt, wer von hier an die Küste will, muss dort in Quarantäne. Dass quasi ganz Deutschland ein Risikogebiet wird, erwartet der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, wenn die Bürger ihr Verhalten nicht ändern. Ich gehe davon aus, dass wir die Zahl von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner pro Woche sehr bald in vielen Regionen in Deutschland überschreiten werden, so Lauterbach. Wie man mit Reiserückkehrern aus den Herbstferien umgeht und wie man die innerdeutschen Risikogebiete behandelt, darüber redet heute das Corona-Kabinett. Bundesfinanzminister Olaf Scholz geht davon aus, dass eine Rückkehr zur Normalität noch lange dauert. Selbst wenn wir wirksamere Therapien haben, wird es ganz lange brauchen, bis die für alle verfügbar gemacht worden sind, so Scholz. Bis dahin müssen Tests helfen und die Abstands- und Hygieneregeln sollten unbedingt eingehalten werden, so Virologen. Wenn nicht, dann müssen wir uns darauf einstellen, dass die Infektionszahlen deutlich ansteigen und dann sicherlich auch mehr Patienten auf Intensivstationen und an Beatmungsgeräten landen. Die Intensivstationen wurden zwar aufgestockt, aber auch deren Bettenzahl ist begrenzt. Der Blick auf die aktuellen Zahlen für Deutschland. Laut Robert-Koch-Institut sind seit gestern 1.382 positive Testergebnisse registriert worden. Wie immer am Wochenende sind aber eben diese Zahlen nicht vollständig. Rund 29.200 Menschen sind derzeit aktiv infiziert. Die Zahl der Toten ist um 5 auf 9.534 gestiegen. Der Reproduktionsfaktor liegt aktuell bei 1,23. Es gibt eine Menge zu besprechen. Wir wollen das tun mit Dr. Martin Stürmer. Er ist Virologe an der Universität Frankfurt am Main. Wir grüßen Sie ganz herzlich. Guten Morgen. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Was sind denn aus Ihrer Sicht die sinnvollsten Maßnahmen, um eine drohende zweite Welle erst gar nicht zu extrem werden zu lassen? Ja, das, was letztendlich letzte Woche schon mal beschlossen worden ist. Wir haben ja gesehen, dass das Infektionsgeschehen sehr, sehr oft aus privaten Feiern kommt. Dass Besuch in Kneipen, wo letztendlich die Hygieneregeln nicht eingehalten werden, dass da sehr viele Infektionen herkommen. Und da hat man meiner Meinung nach leider etwas zu spät die Maßnahmen beschlossen, doch da die Teilnehmergrößen deutlich zu beschränken. Man muss sehr genau hingucken, wo kommen die Infektionen her. Und dort muss man sehr gezielt, aber eigentlich ein bisschen zeitnäher eingreifen. Aber so oder so, Herr Stürmer, lässt sich das tatsächlich noch aufhalten, wenn man jetzt die Stellschrauben quasi noch mal etwas nachzieht? Ja, es ist natürlich immer so, dass die Zahlen dem tatsächlichen Infektionsgeschehen hinterherlaufen. Das, was wir heute sehen, ist ja nicht gestern passiert, sondern es liegt ein bis sogar zwei Wochen zurück. Und insofern sind natürlich alle Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, nur ein Nachjustieren. Deswegen sage ich ja, man hätte deutlich vorher agieren müssen, um das Ganze etwas besser in den Griff zu bekommen. Die Gefahr besteht natürlich, dass das deutlich schlechter wird noch in den nächsten Tagen. Und dann wird es relativ schwer sein, durch die Gesundheitsämter die Zahlen oder die Infizierten nachzuverfolgen und die Ketten einzudämmen und die Infektionszahlen stabil zu halten. Dr. Stürmer, was wir auch sehen im Moment, ist aber, dass die Zahl der Todesfälle gemessen an den Neuinfektionen und dem Wert und dem Beginn der Pandemie doch geringer ist als früher. Wie müssen wir das einordnen? Dürfen wir das als ein gutes Zeichen nehmen? Ja, auf der einen Seite ja. Wir haben natürlich viel gelernt in der ersten Phase der Pandemie, wie man mit Schwerstkranken besser umgehen kann, wie man doch mit Medikamenten zur Begleittherapie das Schlimmste verhindern kann. Auf der anderen Seite eben gerade durch diese vielen Infizierten aus Partys und Kneipenbesuchen sind es doch vermehrt die jungen Menschen, die sich infizieren. Und wir wissen ja, dass junge Menschen eher seltener ein Risiko haben für schwere Verläufe oder gar für Todesfälle. Aber wir sehen letztendlich inzwischen auch wieder einen Anstieg in der älteren Bevölkerung. Wir sehen wieder eine leichte Zunahme bei Intensivbetten. Und über kurz oder lang ist zu befürchten, dass wir die Kontrolle verlieren und wir da tatsächlich wieder mehr Fälle und dann eben auch mehr Todesfälle sehen werden. Herr Stürmer, wir sind
umgeben von Risikogebieten, was das europäische Ausland betrifft. Jetzt wird man aber auch im Land als Risikogebiet tituliert, darf nicht mal mehr im Land fahren. Ist das wirklich ein Vorgang, eine Option, die Verbreitung des Virus auch in Deutschland aufzuhalten? Ja, wir hatten das ja schon mal, als der große Ausbruch in der Fleischerei bei Tönnies passiert ist, dass Bewohner aus diesen Kreisen zu Risikokreisen erzählt oder die Kreise als Risikokreise definiert worden sind und Einreisesperren erlassen worden sind. Natürlich ist es irgendwo legitim, wenn im Ausland das Infektionsgeschehen signifikant ansteigt und man sagt, ja, das ist Risikogebiet, dann ist das legitim, es auch für Deutschland zu machen. Und ich denke schon, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass Einreisebeschränkungen auch innerhalb von Deutschland notwendig sind und meiner Meinung nach auch sinnvoll sind. Dr. Stürmer, Bundesgesundheitsminister Spahn will eine Ausweitung der Schnelltests für Krankenhäuser und Pflegeheime, eine sinnvolle Forderung? Ja, es besteht damit natürlich eine Chance, eine größere Sicherheit auch gerade zum Beispiel für Pflegeheime zu generieren. Der Schnelltest ist basiert auf der Antigen-Test-Strategie, ist relativ schnell, also 15 Minuten später hat man ein Ergebnis, wenn es optimal läuft. Und man kann dort, wenn man jemanden besuchen möchte im Altersheim, einfach diesen Schnelltest durchführen lassen und hat eine relativ große Sicherheit, dass diese Person, die jetzt ins Altersheim geht, nicht infektiös ist. Dementsprechend ist das durchaus eine Strategie, die Sinn macht, um auch zu verhindern, dass wirklich das Virus massiv in die ältere Bevölkerung reinkommt. Herr Stürmer, schauen wir mal ein Stückchen weiter. Schauen wir mal zum amerikanischen Präsidenten. Da scheint das ja wirklich im Staccato abzulaufen, diese Krankheit. Heute will er schon wieder im Weißen Haus erscheinen. Aber andererseits, Risikogruppe gehört ja in jedem Fall mit Alter, mit Übergewicht, mit einigen anderen Problemchen. Glauben Sie wirklich, dass das so einfach bei eben diesem Mann verläuft, wie er es möglicherweise gern hätte? Ja, man muss wirklich abwarten. Was bei ihm von der Einschätzung her schwierig macht, ist natürlich zum einen, dass die Informationen, die wir bekommen, entweder ja, hin und her schwankend sind, vielleicht immer nicht ganz ehrlich sind. Und auf der anderen Seite hat er ja schon ein antivirales Mittel, das Remdesivir, bekommen. Er hat einen Antikörpercocktail bekommen, der zwar nicht zugelassen ist, aber möglicherweise eben auch seinen Zustand verbessert. Und da ist es relativ schwer einzuschätzen, ob er damit deutlich besser fährt, als wenn sie es nicht gemacht hätten. Ich gehe mal davon aus, dass sein Verlauf damit entsprechend eher günstiger beeinflusst worden ist. Aber normalerweise wären bis zu 9 Tage durchaus eine kritische Phase, wo er eben auch noch deutlich sich verschlechtern könnte. Dr. Martin Stürmer, besten Dank für Ihre Einschätzung aus Frankfurt. Sehr gerne.